Manchmal bekommt man es mit Videomaterial zu tun, das eine Farbverschiebung aufweist. Für die Farbkorrektur stehen in EDIUS viele verschiedene Filter zur Verfügung. Für die Farbmessung ist das Vektorskop das geeignete Werkzeug. In EDIUS 10 wird jetzt eine sogenannte Hauttonlinie im Vektorskop angezeigt. Mit dieser können Sie die Farbe im Bild optimal anpassen. Die Hauttonlinie ist die Linie zwischen Gelb und Rot im Vektorskop. Die Linie repräsentiert die Farbe des Blutes, das unter unserer Haut fließt. Die Hauttonlinie ist also unabhängig von der tatsächlichen Hautfarbe immer gleich. Um den Hautton für einen Clip zu überprüfen, können Sie mit dem Maskenfilter einen Teilbereich der Haut einer Person maskieren. Im Vektorskop sehen Sie nun die Sättigungs- und Farbtonwerte des Hauttons. Wenden Sie einen Farbkorrekturfilter an und passen Sie ihn an, bis der Hautton direkt auf der Linie liegt. Wenn Sie mit dem Ergebnis zufrieden sind, deaktivieren Sie den Maskenfilter. Hier kommen Sie zum nächsten Podcast. Abonnieren Sie hier unseren YouTube-Kanal. Mehr Tipps und Tricks gibt es in unserer EDIUS Podcast-Playlist. Weitere Infos zu EDIUS, passende Plugins, Lernkurse, aktuelle Downloads und vieles mehr finden Sie auf edius.de.